Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Let's Play Xenoblade Chronicles für die Wii U. Beziehungsweise Wii, besser gesagt, wir spielen es auf der Wii U. Und ich bin Rektalin, ihr schaut Wii Play Games for You. Sind in der Tekra-Höhle, haben da jetzt ein bisschen was rumgemacht, nur nicht wirklich viel. Vorher ein bisschen gelevelt in der letzten Folge. Und sind auch schon in der neuen Ruine von Magmell. ここがマグメルドの遺跡?いや。初めて来たんだっけ、フィオラン。うん。防衛隊はよく訓練に使ってるし、僕はいろいろ調べたりしに来るけど、普通は用ないからね、こんなとこ。まあな。この辺りには騎士兵の部品をまとったモンスターもいるわけだしな。これも騎士兵のものなの?多分違うと思う。人が入る通路があるし、これは乗り物だったんじゃないかな。 防衛隊のホバー輸送艇みたいなもんか。乗り物?乗り物?こんな大きいのに。すごい技術だよ。一体どんな人たちだったんだろうね。これを作ったのって。俺にはさっぱり見当つかないね。さあ、行こうか。エーテルシリンダーがあるのはこの先だよ。おう。いやいや、auf zu den Ätherzylindern. Ja klar, das wissen wir ja schon. Was? Platz im Inventar? Haben wir begrenzten Platz nur? Durch? Ich denke, da sollten wir uns jetzt noch keine Sorgen machen. Deswegen gehen wir da auch noch nicht zurück. Geil, was? Oh, ein Goldkriecher. Hört sich wichtig an. Gibt's die hier hinten? Gegner gibt's hier auf jeden Fall, die uns nicht wohlgesonnen sind. Oh, was ist das Blaue hier? Schattenauge. Senkt Wut, stärkt physische Attacke. Okay. Level 7 ist. Okay, den haben wir auch gemacht. Müssen wir wohl hier hoch den Aufgang? Ich das so richtig sehe. Was sind das hier hinten? Müssen wir hier überhaupt an? Gucken wir uns erstmal das hier oben an. Weil da scheint es nämlich direkt nicht weiter zu gehen und es leuchtet. Okay, hat jetzt irgendwie wohl nichts zu bedeuten. Da ist rot, da kann man wahrscheinlich öffnet im Moment. Oh, was sind das hier? Aufschauen haben wir da hinten. Ja, das war doch was. Yeah, etwas sicherer geworden. Sehr gut. Looten wir doch mal alles. Ein Messer neues. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir. Oh, was ist das denn für einer? Ich
Wir müssen unbedingt der Tante helfen, wenn wir wieder heilen können. Ja, Mann, helfen wir auf. Bloß nicht umfallen, Tante. Noch ganz schön viel HP, ey, das gibt's doch gar nicht. Oh. Okay, wir haben Mom gewaschen. Oh, Alter, das war Springmesser, Festfuß. Dann gucken wir mal, ob die Schulchen was bringen. Können wir nicht anziehen? Warum können wir die nicht anziehen? Sieht eher nach schwerer Rüstung aus. So, müssen wir da hingehen. Schauen wir mal was. Sollen sie mal kurz voll heilen, dann gehen wir weiter. Glück gehabt, dass wir überlebt haben, auf jeden Fall. Okay, voll geheilt. So. Nicht, dass die Großen kommen, wenn man die Kleinen umhaut. Nach dem Motto Muttertier oder so. Sind wir oben angekommen, würde ich mal sagen, ne? Sieht ja schick aus. Spannendes, das hier rumliegt, bevor wir da jetzt reingehen. Spannendes. Ah, da war mal so ein Harmoniegespräch. Hätten wir auch hingehen können. ここだ。助かったぜ、シルク。よし。ちょっと回収しちまうから、ちょっと待っててくれよな。 壁。街にもあるじゃない。エーテルシリンダーの供給所。まあね。けど、あれだと精錬に時間がかかるし、シリンダー化に失敗することだってあるから。その点、ここには精錬済みのものがまだこんなにある。自前でやるより確実ってことだよ。オッケー。そうそう。 この294の対空砲や自走砲はここのシリンダーに規格を合わせているから、すぐに使えるしな。オッケー。はあ。でもここって相当昔のものなんでしょう。なんともせずによく残ってるわね。多分ここには何か力を失わせずに保管するための技術が使われているんだ。悔しいけど僕らにはまだその秘密がわからない。シルク。でも きっといつか解き明かしてみせるさ。だって過去に誰かが生み出した技術だったら、それは幻じゃない。きっと僕たちにもいつか手が届くはずだ。まあ無理しなくてもいいぜ。必要になるたびに取りに来るのも防衛隊員にはいい訓練なんだしな。シルクに手伝い頼んでるくせに偉そうに言わないの。それよりシリンダーは取れたの？おう、バッチリだ。サンキュラ。ああ。 これからはあんた一人で来なさいよね。静かにして。 おお、 was ist das denn? 騎士兵なの。ウェシュタ、俺は。けど、倒すしかなさそうだ。 kommen ja direkt aus der Maschine raus hier und aus dem Ohr.
antike Maschine. Alle greifen den. Freier Kampf, alles. Freier Kampf. Oha. Gehen wir doch mal einen Heal an. Gehen alle auf einen diesmal. Blöd, wenn wir die DPS hier verschwenden. Aber er defft gerade. So, ihr mal heilen. Warum hat er denn so eine gute Death, das Trick? Fjol, daijoubu? Heiki, Suruko wa? Na klar. Nein, to kimi no okage da. Nan nan da koitsu? Ima made wa konna no inakatta zo. Masaka, Kishinhe? Ya. Tabun kono norimono o tsukutta bunmei no mono da to omou. 確かに鬼神兵とは違うような気がしたけど、なんだってそんなもん。わからない。ここを守るために作られたんだろうけど、何かに反応して目覚めたのか。だとしたらそれは多分僕たちじゃない。ねえ帰ろう。もうこんなとこ、これ以上痛くない。そうだね。エーテルシリンダーも手に入れたし。 何だよこれ。何？この音は。この音は。空からだ。おい、ネッションのように。あ、あれは。嘘だろ。ガンツメガフォンのフィッシャー。騎士兵。どうして？ Die gedroppt werden, du weißt, müssen die doch abgeschossen werden. Wahrscheinlich. Ja, klar, speichern wir da lieber mal ab. Ja. Was passiert jetzt? Invasion. Oi, kono keihō, itsumo to chigau zo. Tashika 2-gō keihō ja nakatta ka? Masaka. Kishihe? Ōgata kishihe. Bōta tsu. Bōta kara deta heitai no kazu wa Baka mono! Sore dake no kazu ga Oha. Das ist nicht wahr, das ist nichts Wichtiges. Die Antenne ist kaputt. Natürlich nicht gut. Gegengeki-junbi-wa-dekite-in-no-ka? Ikkitaritomo-koroni-ni-sin-yu-sasen-na! Koroni-jiu-kara-tatakaeru-mono-o-kaki-atsume-ro! Hi-sen-to-ni-wa-shelter-ni-hinan! Zack, zack. Oh, jetzt schießen sie endlich. Ja, aber das ist ja wie. Das bringt ja überhaupt nichts hier. Oder? Doch. Yatta! Einen haben sie abgeschossen. Bakana! Mattak kiete nai da to! Was ist das für einer? Oh. Nanda, no
war's wohl mit der Kanone. Das ist nicht gut. Du kannst ja noch nicht ausrichten hier. So, wie kommen wir denn da jetzt runter am schnellsten und am besten? Halt, was haben wir denn hier? Ich muss... Können wir hier Harmoniegespräch noch nicht führen? Probieren wir mal, ob wir Schnellreise machen können. Vielleicht hier hin. Möglich. Hier hin. Möglich. Müssen wir tatsächlich zurücklaufen. Alles klar. Vorher mal A gedrückt, Profi. Yatte yaruza! Yatte yaruze! Schön alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Ich denke, das wird nämlich ganz schön haarig dann der nächste Kampf. Hier geben wir mal ordentlich einen mit. Vielleicht sollten wir uns auch noch mal die andere Seite angucken. Oh, da haben wir nichts gemacht. Okay, Levelaufstieg. Verstehe aber immer noch nicht, was das mit diesen Harmoniemünzen auf. Den da wollen wir umwerfen. Gleich mal ein Deal, ne? Das sieht nicht so gut aus. Auf. Dann belebt mich mal wieder. Macht ihr das nicht nochmal? Genau. Wenn wir doch mal ein Stück oder ja, super, das hat irgendwie überhaupt nicht geklappt. Ja, da hat uns der Große aus den Nadeln. Oh, nicht so schlimm, heißt für uns nur im Grunde genommen. Nochmal probieren. Ja, so einfach. Wissen, wo er kommt, wo er wohnt sozusagen. Können auch gerade nochmal gucken, ob wir vielleicht dann, bevor wir gegen ihn kämpfen, nochmal unsere Techniken verbessern können.
Was machen wir jetzt noch? Können wir da mittlerweile was Neues benutzen? Ich würde aber trotzdem lieber erstmal. Genau, wir machen das mäßig erstmal. Der andere, der wirkt ein bisschen auf mich, als ob der Patrouille laufen würde, wenn er da immer so hochgewackelt ist. Unbedingt noch einmal töten. HP-mäßig sind wir eigentlich ganz gut dabei. Doof ist halt auch... Oh, der ist gar nicht da diesmal, oder was? Oh, egal, beschwere ich mich nicht. Das ist immer noch zu, nehme ich mal. Vielleicht können wir jetzt mal auf das Rote drücken. Muss aber irgendwas zu bedeuten haben. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern es hier Backtracking gibt. Ob man hier wieder zurückkommen muss irgendwann im Verlauf der Story. Keine Ahnung. Könnt ihr mir aber auch vorstellen. Ich muss aber sagen, insgesamt kommt mir die Gruppe ein bisschen stärker vor, also unsere Heldengruppe, als wir hier reingegangen sind. Das finde ich natürlich eine gute Sache. So. Spaß haben wir natürlich eingesammelt. Das vergleichen wir gerade nochmal mit unseren Ausrüstungsgegenständen, wie es da so aussieht. Was Besseres bekommen. Was Schalk angeht. Halt schon. Das sind Hebel. Okay, die bleiben zumindest von daher gleich. Nichts Besseres. Nichts Besseres. Nichts Besseres. Nein, auch da. Nö, nö. Mal durchgucken. Soweit ich das sehen kann, nichts Besseres. Nichts, wo ich sagen würde, okay. Auch so ad hoc, nichts. So. Genau, dann gehen wir mal weiter. Ach, da hinten kann man auch rum. Wir kommen erstmal die großen Oschis hier um. Ich würde gern das mit den Dots noch ein bisschen ausarbeiten. Ich stelle mir vor, dass es ganz gut ist. Ganz seit 5 Kilometer weit entfernte Gegner hat das Ziel eingestellt. Ja. Noch welche? Wo ist er denn? Hier! Na, so kann das sein.
sammeln. Das hätte schon. Da war was dran. Fragst, müssen wir hier überhaupt rum? Ich denke mal nicht, aber da ist auch wieder so ein großes. Einsammeln. Schauen wir mal den großen um. Jawohl, umgeworfen. Patriarch ist das, also ein männliches Tier auf jeden Fall. So, dann bin ich mal gespannt, was du für uns hattest. Wir für einiges ein EP. Millionenramme, das müssen wir mal nachschauen. Das hört sich ganz gut an. Also vom Damage her ausgesprochen. Lockhart ist. Aber er macht viel mehr Damage. Wir nehmen mal. Ja, würde sagen, dann spannend. Und wie sich die neue Waffe auswirkt, das sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer Rektalin für Weplay Games for You. Ciao, ciao.